Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich gehe morgen auf ein Festival und dafür werde ich heute noch einen Grill bauen. Dieser Grill ist ein bisschen spezieller, der soll nämlich super praktisch sein, wenn man ihn tragen tut. Und man soll damit auch die Holzkohle anzünden können. Wie das Ganze funktioniert, seht ihr jetzt im Video. Viel Spaß! Ich werde mir jetzt erstes Mal hier eine Seite abschneiden, damit ich da dann eine gerade Kante habe, um später was anzuzeichnen. Das hier waren übrigens die Regalböden hier von den Regalen aus der kleinen Metallwerkstatt hier. So, das sollte ja mal reichen. Sag mal, mit was für einem Stift reißt ihr euer Metall an? Also jetzt nicht so neues Metall, sondern verkacktes Zeug, wo auch lackiert ist und so ein Scheiß. Weil da hält der ganze Stiftekram nicht drauf. So, damit wir jetzt diesen Campingplatz, wenn wir das Ding das erste Mal starten, nicht in blauen Qualm setzen, werde ich auch ein bisschen die Farbe tatsächlich runterschleifen. Jetzt markieren wir jeweils in jeder Seite 6 cm. Und das sind die Teile, die wir dann gleich rausschneiden müssen. Glaub mal, dass wenn man eigentlich so einen Topf biegt, dass man da eigentlich irgendwie was beachten muss. An Längen und Breiten. Weil da gab es ja eine richtige Formel, wo man die ganze Kacke ausrechnen konnte. Aber auch in der Ausbildung habe ich nie mit der Formel sowas ausgerechnet, sondern einfach gemacht. Wer von euch ist Metallbauer? Das würde mich mal interessieren. Denn ich glaube, wenn man das als wirklich Gelernter hier sieht, das sieht schon ziemlich geknaubt aus. Aber das ist mir egal. Diese Eckenteile werde ich jetzt raustrennen und dann werde ich mal schauen, ob ich das Teil irgendwie gebogen bekomme. Gebogen bekomme. Komm, ich will euch jetzt eine coole Story machen. In meinem ersten Lehrjahr hat jemand mit Handschuhen gefeilt. Da hat er gesagt bekommen, kommt sie die Handschuhe aus, dann werden auch die, wie hat er gesagt, die Geigenhände werden auch nicht so schlimm kaputt werden. Wie hat er das gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, dass ich mir meine Geigenfinger nicht kaputt machen werde, werde ich hier die Kanten gerade auch noch zusätzlich entgraden. Auf der Arbeit hat man eine Abkantbank, das wäre natürlich ein reiner Luxus, aber sowas habe ich natürlich nicht, deswegen werden wir uns einfach so jetzt behelfen. Ich will es aber so rum. Das ist ein schöner. Ich lege das jetzt hier einfach in die Kante, spanne es fest und haue es einfach mit dem Hammer um die Ecke. Ich lasse hier ein bisschen Luft, damit hier, wenn ihr das rumbiegt, dass da auch noch genügend Platz ist, weil diese Biegung, die ist ja so dick wie das Blech. Oder so. Top. Ich habe jetzt als erstes die zwei Längsseiten gebogen und weil die halt natürlich länger sind, würden die halt auch mehr Kraft haben. Deswegen würde ich euch empfehlen, falls ihr auch sowas biegen möchtet, biegt als erstes die längeren Seiten, die sind halt stabiler, weil dort mehr Material ist, was ihr bekommen müsst. Und jetzt werde ich mal schauen, dass ich es hier in der Kante gebogen bekomme, dass ich nur eine Kante bekomme. Boah, das geht immer so auf die Ohren. So.
So. Das wird doch ein richtig toller Grill. Richtig cool wird der. So, als nächstes müssen wir jetzt erstmal hier die Kanten zusammenschweißen. Die werde ich erstmal punkten, weil ich auch noch nicht so genau weiß, wie viel das Blech aushält, bevor es durchbrennt. Komm mal runter. So, ich habe jetzt hier dieses Lochblech zugeschnitten und das werde ich hier reinschweißen. Im idealen Fall wäre das Ding auch so breit, wie das Ding hier lang ist. Okay. Auf jeden Fall habe ich da ein bisschen verkackt, ist jetzt aber auch nicht weiter tragisch. Ich werde dann ein bisschen was einfädeln und das werden wir hier reinmachen. Wofür das ist, seht ihr gleich. So, gestern bin ich leider nicht mehr fertig geworden und ich habe mir überlegt, dass ich das Ding jetzt doch simpler machen werde als gedacht, weil das echt ziemlich scheiße aussieht. Und es ist ja auch nur ein Prototyp, um zu schauen, ob das System funktioniert. Jetzt zeige ich euch mal oben den Grillrost. Also, das hier hat einfach schneller funktioniert. Ich wollte normalerweise Rundstäbe holen, jetzt habe ich aber hier dieses Lochblech, was auch nicht groß genug ist, was mich jetzt aber nicht großartig stören soll. Wir werden das hier oben irgendwie festschweißen. Oder keine Ahnung, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich hier mache. Ich werde hier eine Schräge reinmachen, dass man dann hier die Kohle reinwerfen kann, um sie dann später anzuzünden. Wunderschön, als wenn es ein Künstler geschnitten hat. Katastrophe, Alter. Machen wir noch das Schweißfeld hier. So, und jetzt werden wir dem Kuchen ein paar schöne Beine verpassen. Und da kommt nämlich jetzt auch ein, der... Was ist das da? Hol ihn in den Mund! Nimm ihn in den Mund! Das waren die Aufnahmen vom Robin del Schlacko. Ich habe mir ganz viel Mühe gegeben, dass die Aufnahmen wunderschön werden. Sind sie auch, glaube ich, einigermaßen geworden. Auf jeden Fall hat der Grill relativ gut sogar funktioniert. Ich habe gedacht, dass er vielleicht nicht so 100% durchzündet, aber das System von sich funktioniert eigentlich ganz gut. Man kann es natürlich ein bisschen optimieren, aber das geht immer, ne? Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und die Robin del Schlacko Aufnahmen waren nicht zu peinlich für mich. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Video. Mal ciao.